Frau Präsidentin, sehr verehrte Kolleginnen und Kollegen, keine Stunde Arbeit ohne soziale Absicherung, das muss doch die Lehre aus dieser Krise sein. Regulär und sozialversicherungspflichtig Beschäftigte konnten in großen Teilen Kurzarbeit in Anspruch nehmen, und das ist gut so. Auf der anderen Seite wurden tausende Minijobber sofort vor die Tür gesetzt. Zuverdienende Rentnerinnen und Rentner, Studierende, Menschen im Niedriglohnbereich, die sich ihr Einkommen durch einen Minijob aufstocken und so weiter. 850.000 Menschen haben so ihren Job verloren. Das Minijobversprechen Brutto ist gleich Netto wurde für diese Beschäftigten zum Bumerang. Es besteht kein Anspruch auf Kurzarbeitergeld, kein Anspruch auf Arbeitslosengeld. Sie sind sofort dem Sanktionsregime von Hartz IV ausgeliefert. Und ausreichende Rentenansprüche kann man so auch nicht erwerben. Diese Beschäftigungsform ist frei von sozialem Schutz, und deswegen muss hier endlich Einhalt geboten werden. Wenn man genauer hinsieht, dann stellt man fest, dass Minijobs in mehrerer Hinsicht zum Nachteil der Beschäftigten sind. Denn sie sind doppelt und dreifach prekär. Fast die Hälfte der Minijobber hat nun einen befristeten oder gar keinen Arbeitsvertrag. Die Löhne liegen häufig unter denen von regulär Beschäftigten. Und als Betriebsrätin habe ich oft genug mitbekommen, dass die Arbeitgeber den Minijobbern Urlaubsansprüche und Sonderzahlungen, zum Beispiel das Weihnachtsgeld, verweigern. Betriebsvereinbarungen, Tarifverträge, Lohnfortzahlung im Krankheitsfall, alles Dinge, die für Minijobber häufig nicht gelten. Und deswegen haben Arbeitgeber trotz der höheren pauschalen Sozialabgaben ein so großes Interesse daran. Beschäftigte im Minijob werden nämlich so oft als billige Arbeitskräfte missbraucht, und damit muss Schluss sein. Manche Arbeitgeber splitten bisweilen auch noch Vollzeitstellen in mehrere Minijobs auf, und so werden reguläre Jobs verdrängt. Die Zahl der Minijobs ist seit 2003 um 43% gestiegen. Und so entgeht auch der Sozialversicherung, den Sozialversicherungen jährlich mehrere Millionen Euro. Und was macht die Regierung jetzt in der Krise, in der doch offensichtlich geworden ist, welche Probleme Minijobs mit sich bringen? Weitet sie als eine der ersten Krisenmaßnahmen Minijobs auch noch aus? Das ist doch absurd. Und die Union schlägt dem Ganzen den Boden aus, aber es ist ja wie immer so, wenn es um Arbeitnehmerschutz geht. Sie will die Verdienstgrenze von Minijobs auch noch anheben. Statt bisher bis 450 Euro sollen künftig bis 600 Euro sozialversicherungsfrei gearbeitet werden können. Und die FDP setzt mit ihrem Antrag noch eins obendrauf. Sie will dass die Verdienstgrenze mit dem Mindestlohn mitwächst. Den Antrag haben Sie doch vor 2 Jahren auch schon gestellt. Das ist der immer gleiche Griff in die neoliberale Mottenkiste. Durch eine Erhöhung des Mindestlohns reduziert sich die Stundenzahl der Beschäftigten. Ja, das haben Sie richtig erkannt. Aber das ist auch gut so, meine Damen und Herren, weil wenn Arbeitgeber mehr Stunden brauchen, dann sollen sie die Menschen in sozialversicherungspflichtigen Jobs anstellen. Bei einer Anhebung der Verdienstgrenze verliert eine 500.000 sozialversicherungspflichtiger Beschäftigte den Schutz. Das ist die Arbeitsmarktpolitik von Union und FDP. Und ich will Ihnen mal was sagen, meine Damen und Herren von der FDP. Ich habe mir ja Ihren Antrag angeguckt. Ich habe schon im ersten Satz habe ich schon einen dicken Hals und Bluthochdruck bekommen. Ich zitiere mal. Minijobs sind für viele Bürgerinnen und Bürger eine Möglichkeit, im geringen Umfang zu arbeiten und trotzdem ein gutes Einkommen zu erzielen. Und das, obwohl genau bekannt ist, dass 70% der Minijobbenden einen Stundenlohn unterhalb der Niedriglohnschwelle haben. Das ist wirklich zynisch, meine Damen und Herren. Frauen in der Union sind dann einen Schritt weiter. Ich zitiere aus dem Beschluss des Vorstands der Frauenunion der CDU Deutschlands mit dem Titel Lessons Learned, jetzt handeln, vom 29.06.2020. Zitat: Minijobs fallen in Krisenzeiten zuerst weg. Gegen diesen Verdienstausfall gibt es keine Absicherung. Die sozialversicherungsrechtlichen Sonderregelungen für auf Dauer angelegte Minijobs müssen entfallen. Das trägt auch zu einer eigenständigen Altersvorsorge bei. Zitat Ende. Ja,
da hat die Frauenunion recht. Ja. Und ja, es ist ein Frauenthema, denn 60% der Minijobbenden sind Frauen. Und für die ist es ein Weg in die Sackgasse, denn Minijobs sind eben keine, wie Sie auch fälschlicherweise von der FDP in Ihrem Antrag behaupten, Brücke in einen regulären Job. Deswegen sagen wir Schluss damit. Unsere Position ist klar. Beschäftigte, egal ob im Hauptjob oder im Dazuverdienst, neben Studium und Rente, brauchen sozialen Schutz. Und die Bundesregierung sollte endlich anfangen, die Weichen richtig zu stellen, weil es gibt doch gerade in der Krise den Menschen die entsprechende Sicherheit. Jede Beschäftigung ab dem ersten Euro muss sozialversicherungspflichtig sein und der Mindestlohn muss auf wenigstens 12 Euro erhöht werden. Soziale Sicherheit und gute Arbeit, meine Damen und Herren, dafür steht die Linke. Vielen Dank.